Und damit, meine Lieben, sage ich recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar dieses Mal wieder von Man Eater. Und zwar habe ich mich entschieden, dass wir jetzt hier noch in die letzten Niedertracht-Ränge machen. Also das wären halt jetzt nur noch zwei, und da habe ich so gedacht, naja, dann machen wir gleich das hier nebenbei, das Spaß im Riff. Und schnappen uns hier und da ein paar Menschen. Um dann die anderen Jäger fortzulocken. Auch wenn unser Bodenfreiweit ahnungslos ist, zieht sich die... Die Universität schickt jeden Sommer Studenten zum Studieren der Riffe hierher. Wir haben wohl alle unterschiedliche Vorstellungen von Spaß im Sommer, oder? Wie lange brauchst du es denn, um den da zu verdauen, ey? Woo!
verschwenden keine Zeit, wenn ein Hai eine Bedrohung für menschliches Leben darstellt. Ja, das frisst halt sehr, sehr viel Zeit, ne? Das dauert natürlich, bis man wieder hochgebracht hat. Ihr seht, es ist halt immer schwieriger, das hochzubringen. Kriege ich den da vorne auf dem Winkel oder so? Oh. Wir haben ihn gleich. Wir kriegen ihn gleich. Wir kriegen ihn gleich. Schnell knuspern. Und die Angehörigen rechnen damit, dass sie heute der Vollmatrose, Kommandant Percy Metcalf. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Und zwar seht ihr da dieses elektrische Netz. Genau, Haischild. Die Kopfgeldjäger haben offenbar zu viele Nikola Tesla Dokus geschaut. Wenn du in der Nähe dieses Haischildes schwimmst, bekommst du wahrscheinlich einen netten Stromschlag. Solange du dich darin befindest. Vielleicht kann er zerstört werden. Hm.
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jawohl. Jetzt wird es hier ziemlich gefährlich. Aua. Während die Level hier ganz schön aufmüchsig. Jetzt will ich den aber auch nicht verlieren. Jawohl. Der große Fisch zeigt sich unbeeindruckt und stellt sich in den Kampf gegen Port Clovis. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen. Das gibt's doch nicht. Halt doch still, wenn ich dich fressen will. Du bist doch sogar so rein. Diese Taucher, die werden immer schlimmer. Was hat denn sich jetzt da eingemischt? Scheiß Mickey. Diese blöden Taucher.
Jawohl. Jetzt haben wir natürlich wieder ein Ding verloren. Ist das ein Massaker? Obwohl die Jagd auf Bullenhaie 1997 als illegal erklärt wurde, umgehen viele Haifischjäger das Verbot, indem sie ihm keine Beachtung schenken. Boah. Brauchen wir erstmal wieder ein paar Menschen? Ein Tag am Strand ist ein Sommerritual, welches ohne viel Sonnenschein, Sandburgen und Badedermatitis nicht vollständig wäre. Ich sag ja, es werden dann halt auch immer mehr Taucher unter Wasser. Farbenfroh und quicklebendig. Des Meeresspiegels mit dem Import von 285.000 Tonnen Sand reagiert. Tendenz steigt. Genau, bleibt schön alles nebeneinander stehen, da kann ich mich durchsnacken. Runter. Ich kann mir da gerade irgendwie lieber runter. Wieso versuchen sich an Land zu retten? Die Küste bedeutet zu erkennen, dass die Grenze zwischen Meer und Land vergänglich und alles Leben auf der Erde nur ein kosmischer Zufall. Zack. Untergegangen, untergegangen. Was auch wichtig ist, immer schön in Bewegung bleiben und seid hier ein ziemliches Ziel für die. Die den Strand besuchen, kann man durchaus davon ausgehen, dass ein wenig menschlicher Urin den Weg ins Meer findet. Und halt nicht vergessen, immer wieder achtet auf eure Heilung, ne? Schaut, dass ihr diese Unterwasser-Jägertaucher, dass sie keinen Überhand nehmen. Wie gesagt, die sind halt... Wir sind halt richtig ekelhaft, was das ist. Etwas nähert sich. Das Schurkenhai-Weibchen muss nun getötet und öffentlich ausgestellt werden, um den Rachen der Stadt zu stillen. Da ist ja Captain Robert Brundet. Da, das Schiff, was elektrisiert ist. Der Frevler der Flotten, Captain Robert Bruntlett. We got a dorsal.
Heilige Scheiße, was mit so diesem riesen Teil? Bam. Oh, oh, oh. Ein bisschen aufpassen, ein bisschen aufpassen. Ich bin gerade ein richtig leichtes Ziel. Ich bin fast tot. Ich muss schnell was knabbern. Das ist nett. Ach Mann, ey, ich bin doch am Hochspielen. Das Schiff da müssen wir gehen. Genau das hier. Jawohl, wieder. Die Situation spitzt sich in diesem zermürbenden Kampf zwischen Mensch und Natur zu. Sehr schön. Die meisten Haifischjäger haben enge Freunde oder Familienmitglieder, die von Haien gänzlich oder teilweise gefressen wurden. Die Fluten der Erde bewegen sich ja, also wir könnten zwar jetzt weitermachen, aber das bringt ja eigentlich schon fast nichts mehr, weil wir haben jetzt Niedertracht 10 erreicht. Das Höchste, was es halt gibt, haben wir jetzt geschafft. Und ja, dann würde ich sagen, wird es nächstes Mal dann weitergehen in der Story. Genau, in der Story werden wir dann nächstes Mal weitermachen. Es wird dann keine Niedertracht-Dinger mehr geben. Und wir haben damit jetzt auch alles, was wir brauchen. Was waren das jetzt da? Der bioelektrische Kopf ist jetzt dazu gekommen. Und das da. Brutale Muskeln. Passiv. 10% Maxgeschwindigkeit. 10 Schaden durch Schwanzflossenschlag. 10% Beschleunigungsbonus. 10% Schwanzflossenschlagkraft. 10% Schwimmgeschwindigkeit. Kann auch alles verbessert werden. Ja, ich kann nicht reisen. Ich muss darüber schwimmen. Genau. Und das werde ich jetzt noch alles upgraden. Vor allen Dingen, weil wir ja die brutalen Muskeln ziemlich gut gebrauchen werden. Dann beim Spitzenpredator, so habe ich das damals gemacht mit. Wieso kann ich das da nicht pingen? Jetzt pingt es. Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Genau, und wie gesagt, Niedertracht wird jetzt nichts mehr kommen. Da sind wir wortwörtlich halt, sind wir halt durch, da brauchen wir nichts mehr. Also wie gesagt, nur dann bedanke ich mich recht herzlich. Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Man Eater und dann geht es hier an der Stelle weiter. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis denne.